herzlich willkommen in der Kunstgalerie Waldviertel. Unsere aktuelle Ausstellung ist vom Herrn Andreas Biedermann, vom Herrn Suppasch und vom David Anderle. Das sind drei Fotokünstler. Ganz unterschiedliche Fotoarbeiten haben wir da. Heute stellen wir Ihnen den Andreas Biedermann vor. Der macht sogenannte Light Paintings. Unsere Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Und im Internet finden Sie uns unter www.kunst-galerie-waldviertel.at. Herzlich willkommen in unserer Galerie. Da sind die sogenannten Light Paintings. Und da habe ich gleich den Experten, den Herrn Andreas Biedermann, der uns jetzt ein bisschen erklären wird, wie macht man denn sowas überhaupt und warum sieht man dich da nicht auf den Fotos? Ja, mal herzlich willkommen. Eine kurze Einleitung zu Light Painting. Es ist vor ungefähr 2 Jahren die Idee gekommen, mit sowas anzufangen. Alles andere, was Fotografisches anbelangt, habe ich eh schon mal so ausgereizt und ich habe mal einen Workshop gemacht bei der Foto Adventure in Wien und seither hat mich das irgendwie fasziniert. Und das erste ist einmal, Sachen zu basteln. Die Tools für die ganzen Light Painting Sachen zu basteln. Es ist, ja, wenn du kurz da reinschaust, vielleicht, Toni, es ist lauter Upcycling-Zeug. Alte Flaschen, Lametta und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist so Panzertape, wo man dann so Heizungsisolierungsrohre nimmt, mit dem kann man dann schön den Anschluss an die Taschenlampe finden. Das wichtigste Utensil von einem Light Painter ist die Taschenlampe. Ja, da gibt es in verschiedenen Ausführungen und da kann man dann die Sachen beleuchten, die ich dann verwende. Da gibt es verschiedene Farben. Und ja, verschiedene Helligkeiten, man kann das dann blinken lassen und. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das halt dann am Foto ausschauen soll. Aber beim Leitbänden selber bin ich nicht so gekleidet wie jetzt. Ja. Es ist wichtig, dass man mich nicht selber im Bild sieht, weil es ja doch eine relativ lange Belichtungszeit von den jeweiligen Fotos. Und da hat man dann schwarze Schnürsamthose, schwarzen Kapuzensweater, schwarze Handschuhe, Rollleder und dann sieht man mich nirgendwo da im Bild umeinander huschen. Ja. Wenn man da zum ersten Foto kommt, das habe ich gemacht bei Vollmond, es war Vollmondnacht, bei den Skorpionsteinen in Kautzen, in der Nähe von Kautzen, beim UFO-Landeplatz, beim sogenannten. Und was mich so fasziniert hat, waren die Schalensteine, wo immer das Wasser drinnen steht. Ja? Und das wollte ich nutzen, dass ich da die Spiegelungen von meinen Whitepainting-Sachen dann auch im Wasser gespiegelt sehe. Ja? Man fängt einmal an mit einer Taschenlampe, mit einem Vorsatz, mit verschiedenfärbigen Vorsätzen gearbeitet habe. Zum Beispiel da mit einem blauen Vorsatz gearbeitet. Da werden die Steine im Vordergrund einmal blau beleuchtet. Dann habe ich gewechselt auf grüne Farbe, habe die Bäume dann beleuchtet. Die Kamera steht auf einem Stativ. Auf der Kamera selbst ist ein Tuch, was immer vorm Objektiv ist und dann für die jeweilige Belichtung weggenommen wird, dann wieder draufgegeben wird, dann in die Tools tausche. Und alleine kann ein Light Painter nicht wirklich arbeiten, man braucht immer Assistenz. Ja? Also ohne Assistenz beim Leitbänden kommt man nicht weiter. Ja. Und ja, dann habe ich die sogenannten Domes, die sind nicht wirklich gut ausgearbeitet, weil es war schwierig da auf dem Stein zu stehen. Man sollte ja, wenn man doch mit solchen Sachen, die Orbs kann man mit solchen Sachen dort machen. Das ist auf einer Drehachse und man sollte eigentlich da immer im Mittelpunkt sein und man dreht es. Auch selber alles gebastelt, das ist ein Maurerwerkzeug, wo man die Maurerwalze hat, das ist Verlängerung, also sowas kriegt man im Baumarkt und so Pflanzstäbe und da ist halt dann die jeweiligen verschiedenfärbigen LED-Büscheln da drauf und das picke ich halt mit so einem
Gaffer-Tape drauf und das wird dann gedreht und man muss jetzt schauen, dass man da immer in der optischen Achse ist, weil wenn man da verschieden hat, dann macht das nicht wirklich ein schönes Bild. Ja. Man muss halt das oft probieren und wenn man sagt, man macht an einem Abend vielleicht 20 Bilder und davon sind vielleicht zwei wirklich toll. Okay. Also es ist sehr viel Ausschuss bei der Sache immer dabei, aber wenn man pro Abend zwei tolle Bilder zusammenbringt, ist das schon eine ganz tolle Sache. Ja. Ja, und die kleinen Sterne macht man da mit einer kleinen Taschenlampe, wo man dann zack, zack, zack hin und her geht und einmal da, so ein Stern da dazu macht das Effektlicht. Ja, das Gleiche hat auch die Bäume mit zum Beispiel da mit einem roten, die Birken mit einem roten Licht beleuchtet. Wo steht da das Licht? Steht es da unten oder wo steht das Licht, dass ich stehe mit der Taschenlampe in der Hand, tue ich das dann so Licht malen. Ach so. Ja, mit dem Licht male ich die Birken in der Finsternis an. Ja? Und da unten dann so habe ich dann so eine grüne Plastikflaschen genommen. Und bin da ein bisschen umeinander gegangen. Und diese Sachen mache ich mit einem Lichtschwert. Das ist wieder ein ganz anderes, ganz eine interessante Sache. Das baut man sich alles selber. So Lichtbänder kriegt man im Fachhandel. Oder kann man sich irgendwo bestellen. Ich will jetzt keine Firmennamen Werbung machen. Aber zum Beispiel diese kann man da einschalten. Da muss man mal schauen, wo das Infrarot-Tool ist. Und da kann man dann mit diesem Lichtschwert kann man da so Figuren machen. Man kann dann das noch einstecken und mit der Fernbedienung kann ich für diese Art von Lichtspuren gibt es ein sogenanntes Lichtschwert. Das habe ich mir auch selbst gebastelt. Und zwar nimmt man einfach so ein LED-Band auf einem Kabelkanal, das ist ziemlich flexibel, also nicht so starr. Und da kann man dann mit der Fernbedienung die verschiedenen Farben einstellen. Und ich sage, ich will zum Beispiel einen Farbwechsel haben, dann macht man das mit so einem Flasher. Das heißt, die Farbe ständig in der Änderung. Und dann tut man einfach so, Figuren machen, entweder frei oder man kann sich vorher schon mal so überlegen, will ich so die Kreise immer kleiner machen oder mache ich da große Bewegungen. Also da kann man dann wirklich der Kreativität freien Lauf lassen. Wie beginnen bei dir eigentlich die Bildkompositionen? Gehst du einfach hin und sagst, zum Beispiel wie bei den Steinen, das fasziniert mich, das möchte ich sozusagen bemalen, bespielen oder ist es unterschiedlich? Schauen wir mal schon vorher die Locations an. Ja? Und dann mache ich mir mal Gedanken darüber, wie könnte ich diese Location in Szene setzen. Ja? Und was für Sachen werde ich da verwenden. Ja? Und bei dem da zum Beispiel, Birken reflektieren wunderschön die Farbe, ja? Und verändern sie nicht. Wenn man da einen normalen Stamm anschaut, es ändert schon ein bisschen die Farbe, aber die Birken mit der weißen Rinde, kann man wunderschön nutzen und man braucht dann nicht so lange dies zu bemalen, weil ja praktisch die Farbe schneller aufgenommen wird. Ja. Und da habe ich dann, ja, wie gesagt, schon unten so verschiedene also, Plastikflaschen genommen und bin halt da durchs Bild gesaust. So schnell, dass man mich nicht sieht. Viele haben ja gesagt, ist das am Computer gemacht? Wie wird das gemacht, diese Bilder? Ja, also viele dachten, es ist am Computer gemacht. Das ist alles so, wie es aus der Kamera rauskommt. Da wird nichts am Computer irgendwie noch dazu gemalt oder irgendwas. Es wird bei der Aufnahme schon so gemacht und da ändert sich dann nichts mehr. Man muss natürlich bei der Bildbearbeitung, da kann man noch sehr viel machen mit Kontraststeigerung, ein bisschen die Farben. Die Sättigung kann man noch verringern, erhöhen und so weiter und so fort. Aber sonst entsteht das alles schon direkt in der Kamera und nicht erst am Computer, die ganzen Lichtspuren.
Also da gibt es verschiedene Formen. Da gibt es zum Beispiel diese Orbs, ja, dann diese Sternchen, wie ja, du gesagt hast, die Taschenlampen. Ja, und sind dann halt normal. Da habe ich zum Beispiel so Lichtwedel genommen und bin durchs Bild marschiert. Da sieht man die feinen Spuren. Ja. Wie lange hat diese Aufnahme zum Beispiel gedauert? Wie kann man das... Man kann ungefähr sagen, für so eine aufwendigere Sache ungefähr 10 Minuten. Okay. Und dann sieht man, wenn man den Verschluss wieder zumacht von der Kamera, sieht man dann am Display, was rausgekommen ist. Ja? Und dann kann man sagen, aha, dort muss ich ein bisschen weiter rübergehen oder das muss ich im Hintergrund vielleicht ein bisschen mehr beleuchten oder im Vordergrund mehr nehmen. Also, oder vielleicht, dass die Farben überhaupt nicht harmonieren. Ja? Dann kann man vielleicht eine andere Farbe dann nehmen. Was fasziniert dich am Light Painting, an den Light Paintings, dass du da so dran bleibst und extra alles Mögliche bastelst und Stunden, Nächte im Wald verbringst? Es macht irrsinnig viel Spaß. Man kann kreativ sein, man kann handwerklich, muss man da auch ein bisschen ein Talent haben, sage ich mal so, und das alles selber bauen. Und es gibt natürlich so Sachen auch zu kaufen, ja, aber das ist nicht das, weil man weiß, ich mache das selber, ja, und ich weiß, was dahinter steht und ja, das ist das lustige daran. Ja. Und wieso immer in der Natur, weil das ist ja wirklich eigentlich, fällt mir jetzt erst auf, eigentlich immer Naturaufnahmen, das sind ja die Maisfelder. Ja, genau. Ursprünglich wollte ich eigentlich die Ausstellung Nature Illuminated nennen. Ah. Ja, aber vielleicht kann sich der eine oder andere dann nicht wirklich was darunter vorstellen. Ja. Ja. Aber ich habe das Projekt an die Natur, ja, zu fotografieren in der Natur. Ja. Das ist alles praktisch in der Natur entstanden. Wenn man da schaut, der Zyklus, das war vorigen Herbst. Es ist gerade noch ein Maisfeld gestanden. Rund um den Dumpf sind sie schon abgeerntet gewesen. Und ich habe nie ein richtiges Wetter dafür gehabt, es hat immer geregnet. Und dann habe ich Gott sei Dank einen Abend gefunden, wo das möglich war, das Leitwenden. Im Hintergrund sind schon die Traktoren und Mähdrescher gefahren. Und wirklich? Ich hab echt schon Angst gehabt, dass dieses Feld auch schon abgemäht wird, also abgeerntet wird. Aber es ist, Gott sei Dank, sind es gerade noch ein paar hundert Meter weiter ernten gewesen. Also man sieht keine Lichter von Mähdreschern da drinnen, weil das... Nein. Vielleicht sieht man das nicht. Ist alles... Bei dem, da bin ich im Maisfeld drinnen, ja. Die grüne Beleuchtung zum Beispiel, da bin ich so 5 Meter im Maisfeld drinnen. Ich muss natürlich zwischen den einzelnen Maispflanzen da durchmarschieren, dass man nichts ruiniert. Und dann habe ich innen da, bei dem Bild zum Beispiel, habe ich mit dem grünen Licht auf der Taschenlampe gemacht und dann auch ein paar so Sternen noch gemacht. Dann bin ich rausgegangen aufs Feld und habe dann mit verschiedenen Tools, das zum Beispiel die Drehungen da, es ist ziemlich konstant geworden. Also man weiß erst dann nachher, ob man wirklich sich gut bewegt hat und ob man das richtig in der richtigen Geschwindigkeit gedreht hat. Und ja, das ist sozusagen verschiedenste Sachen entstanden vor diesem Maisfeld. Ich tue jetzt noch geschwind das Lichtschwert wieder ausschalten. Gibt es noch was aus der Schatzkiste zu zeigen? Weil sonst würden wir zu den Domes gehen. Die finde ich ja auch spannend. Ja, was gibt es? Man kann zum Beispiel auch so ein Licht, kann man dann zum Beispiel drehen. Ja. Da entsteht auch zum Beispiel so ein Ball. Ja. Man muss jetzt halt immer weitergehen. Man muss einen imaginären Punkt suchen am Boden. Und der sollte immer der Mittelpunkt sein, ja, dass es wirklich schön entsteht. Ja, was habe ich da noch alles? Verschiedenste Sachen. Zum Beispiel so eine Lichterketten mit verschiedenfärbigen LEDs. Die kann man dann auch so büschelweise nehmen und im Bild bewegen. Also entstehen auch ganz witzige verschiedenfärbige Lichtspuren. Oder was auch ganz
Lametta nicht mehr braucht. Ja. Kann man verschiedenfärbige Lametta nehmen, auf so eine Wand drauf picken und dann auch mit einer Taschenlampe da beleuchten, und das macht dann wie Feuer. Ja. Oh. Da kann man Effekte erzielen, wie wenn das ein Feuer wäre, ja, wenn man das da so bewegt. Ja, das ist auch eine ganz witzige Sache. Oder was jetzt nicht mehr verkauft wird, Plastikstrohhalme, verschiedenfärbige. Ja. Die kann man auch so als Wedel nehmen. Da tut man auch die Taschenlampen rein. Da hat man verschiedenfärbige Sachen. Also man kann da schon sehr kreativ sein in der Ideenfindung. Was war denn das Erste, was du gebastelt hast? Das Erste, was ich gebastelt habe, war die Sache für den Korb. Ich brauche das einfach so einen Pflanzstab, heißt es. Das ist praktisch für so einen Pflanzkübel, wenn die Pflanzen nicht ganz mehr gerade stehen wollen, dann tut man jetzt sowas rein und bindet sie dann an. Und diese Sachen sind wirklich sehr gut verwendbar fürs Leitbinden. Und nach und nach habe ich dann immer wieder das verbessert, und schlussendlich bin ich da so auf die Waderbürste-Halterung gekommen, und mit dem kann man das wirklich wunderschön drehen. Ich hätte auch schon probiert, mit elektrisch zu drehen, aber das funktioniert nicht wirklich, weil da muss das genau ausgeglichen sein, das Gewicht, weil sonst geht es auf der einen Seite schneller und dann geht es wieder langsam rauf, weil es eine Unwucht hat. Hätte ich auch schon probiert, aber es hat nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, man muss sich manche Sachen auch, das ist ja fast schon, das geht ja über das Fotografieren ja wirklich hinaus, kann man sagen, oder? Ja, man muss sich das wirklich vorher, ja, genau, die Physik, ja. Jetzt zu den Domes. Also, was sind Domes? Es gibt Domes, das sind so Halbkugeln oder das schaut halt fast wie Donuts aus. Ja, ja, genau. Das Bild ist auch entstanden mit Domes und dann mit dem Lichtschwert. Und dazwischen die feinen Spuren, die sind mit einer sogenannten Lichtflöte entstanden. Die habe ich aber nicht mit. Die Personen, die es interessiert, auch einmal sowas zu machen, ich werde Workshops anbieten übers Leitbinden und einfach mir eine Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse wird dann eingeblendet sein im Video, und bei Interesse bitte mir zu schreiben, und ich werde solche Kurse anbieten. Es ist eine recht interessante Sache. Es ist eine Wissenschaft. Auch wenn man vielleicht das Werkzeug heraus ein bisschen dunkel sehen, mit einem sogenannten Tonrad. Mit einem Tonrad kann man diese Sachen machen. Das ist auch wieder ein Lichtband. Ich bin ja fast schon versucht, das Licht auszumachen. Wir können vielleicht dann am Schluss noch ein bisschen sehen, wie das funktioniert. Also da ein alter Auto, alter Fahrradreifen, den habe ich von der Mülldeponie geholt. Dann habe ich da auch wieder so ein Lichtband, LED-Lichtband drüber dann. Und da kann man dann auch wunderschöne, man kann zum Beispiel, wenn man zur Kamera geht, ja, wird das immer unschärfer, aber es entsteht so ein Tunneleffekt. Ja? Also da kann man, oder wie es dort bei den Weißbildern war, die feinen runden Sachen, die sind auch, da tut man einfach das Rad bewegen und geht dann einfach so weiter. Ja? Und dann hat man da wie so einen Tunneleffekt. Auch echt eine witzige Sache. Aber jetzt zeig mal, wie man die Donuts macht mit dem Ding. Ja, also man tut einfach das Tonrad am Boden legen, je nachdem. Du hast was gesagt von 45 Grad? Ja, also je nachdem, wie lang die Mittelachse ist, desto offener wird oben das. Ich habe halt einmal jetzt nicht die richtige, ideale Distanz für ein Tonrad. Wenn das zu 45 Grad untersteht, die Achse, dann ist bei den
und dann oben das geschlossen. Ja. Je länger die Achse ist und je kleiner der Winkel ist, desto mehr wird es wie ein Donut. Das muss ich mal erst absägen und so eine Verbindung drauf machen, dass ich da zwei verschiedene... Also das muss man dann sozusagen drehen? Das muss man drehen, und zwar man gibt den Abschwung und schon ist so ein... Achso, das ist eine Umdrehung? Das ist eine Umdrehung. Verstehe. Eine Umdrehung und da entsteht so ein Ton. Wenn man schaut, da zum Beispiel habe ich das Tonrad genommen, wie einen Tunnel. Ja? Ah ja, das wollte ich schon fragen. Ja, genau. Das ist praktisch auch. Da geht man halt dann, man dreht das nicht, ja, sondern geht einfach so dann durch die Landschaft. Ja, und da entstehen solche Formen. Noch eine Frage. Ja. Diese. Ja, das ist das. Das ist das, genau das. Okay. Das ist genau das. Nur dazu, das habe ich dann gemacht mit Änderung der Farbe. Ja. Und da sieht man dann, oder bis da zum Beispiel, den Anfang ist mit Rot, Grün, dann ist Blau, jetzt Gelbe und das wechselt dann wieder. Ja. Und hier noch das ist ja echt schön, weil es beginnt klein und dann öffnet es sich so richtig. Bist du dann manchmal überrascht am Ende, wie es dann aussieht? Ja, sicher. Ja. Man weiß nicht, was dann wirklich am Ende wirklich am Foto drauf ist. Ja. Das war mein allererstes Projekt, wo wir mal probiert haben, Lightpainting zu machen. Das war, also wie gesagt, das Lichtschwert war das erste, das zweite. Da habe ich dann noch das andere Werkzeug gehabt, aber da mit dem Lichtschwert, mit einer Farbe, das ist, also... Aber die Sterne sieht man auch noch. Ja. Weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Es war Sterne nach dem Winter. Es war das wirklich ist kalt. Einmalig. Ja, es war kalt. Und dann bin ich vor dem Baum mit dem Lichtschwert, dass das fast von der Farbe her uniform ist mit dem, was ich beleuchtet habe. Ich finde, das ist eines der schönsten Bilder. Es war ziemlich ein. Also, es war das erste Lightpainting, was ich gemacht habe. Wirklich? Ja? Das ist das erste? Wow! Ja, ja. Ah, das ist echt toll. Na gut. Was kann man dazu sagen? Ja, das waren einfach. Eine gelbe Flasche mit Stroboskop-Effekt, dann die Bäume verschiedenfärbig beleuchtet und im Hintergrund hinter den Bäumen verschiedenfärbig Kreise, die mit dem Lichtschwert entstanden sind. Ah, okay. Ja, da steht man hinter dem Baum, hat das schmutzig gemacht auf dem, hat man hinter dem Baum stehen und macht einmal eine Seite, dann nimmt man das Lichtschwert und lasst es auf der anderen Seite runter. Darum kommt da nie so richtige Symmetrie raus, weil da müsste man wirklich hinten einen Ankerpunkt machen, einen fixen. Aber das zu perfekt soll sich auch nicht anschauen. Es soll ja zeigen, dass das, ich weiß jetzt nicht, wie ich dazu sagen soll, aber zu perfekt soll es nicht sein. Ja, verstehe ich. Ich verstehe das. Das ist ja auch so ähnlich wie die das Sterne. Das ist auch bei der ersten Sektion entstanden, was wir gemacht haben. Da habe ich den Baum gelb beleuchtet, mit gelber Farbe. Dann bin ich hinter den Baum gegangen, genau hinter dem Baum habe ich da mit blauer Farbe den Boden beleuchtet, dass praktisch das so schimmrig ist, und dann bin ich noch vor dem Baum dann mit einem Lichtschwert, also nicht mit einem Tube, ich hole das gleich. Mit einer gelben Plastikröhre, da habe ich jetzt eine grüne,
und habe am oberen Ende habe ich da nur ein blaues Kappel drauf, dann, dass da ein bisschen andere Farbe, dass man praktisch mit Gelb, Blau das Ganze durchkomponiert hat. Also das ist da wie bei Star Wars. Kann man da mit den Lichtschutz, mit den Tubes kann man da arbeiten. Da recht eine beliebte Sache für Leitbänder. Das kann man alles im Baumarkt, in der Flohmarkt-Ecke finden, um 2 Euro, und man kann das wirklich gut verwenden für solche Sachen. Fantastisch. Ja. Na, dann gehen wir noch zum Hinteren, weil das fasziniert mich sehr. Da habe ich mich lange gefragt, wie ist das jetzt Rauch oder was ist das überhaupt? Ja? Das sieht nämlich wirklich so aus wie Rauch, finde ich. Und warum der Hintergrund auch so dunkel gelungen ist. Das ist einer meiner Lieblinge, muss ich sagen. Ja, das habe ich Magenta genannt, das Foto. Und zwar ist es entstanden mit so einem Weber. Das sind so Fiberglasstäbe, die so, man hat das früher in den 80er Jahren, hat man das gehabt beim Fernseher stehen und hat die Farbe gewechselt. Ja. Also das, und solche Sachen kann man dann auch für Leitbänder schön verwenden. Ja. Da habe ich, tut man die Taschenlampe rein, und da hat man, kann man verschiedenfärbige Folien reingeben. Ach so. Da ist zum Beispiel so, ich habe mir zuerst die Finger da auf dem Rad ein bisschen schmutzig gemacht, aber ja. Da kann man so verschiedenfärbige Folien reingeben. Da ist halt noch die rosane Farbe drinnen. Und da ist dann einfach, da geht man durch die Landschaft und macht halt so verschiedene Bewegungen. Wenn man da sieht, sieht man die Leuchtpunkte, ja, und da sieht man dann die Striche. Ah ja, die ganz, die feinen Striche. Wo dann dunkler ist, das ist praktisch das dazwischen, wo nicht so viel Licht ist. Ah, und okay. Da, ja, also das ist, kann man sagen, so oder nicht? Ah. Das sieht ja aus, als wäre das näher und das andere weiter weg. Richtig. Ist das so? Ja, das stimmt. Du hast ja damit ganz spannende Projekte vor, aber ich erzähle jetzt nicht was. Da muss man schon mit dir in Kontakt treten, ja, genau. Wenn man das wissen will. Ja, genau. Mit dem gibt es auch in Schwarz, schwarze Glasfiber-Sachen, die wirklich nur vorne beleuchten. Da kann man ganz witzige Sachen, wenn man Konturen oder was hervorheben will, kann man mit dem dann machen. Ja. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen zu den Light Paintings? Was muss man da mitbringen, um da einsteigen zu können? Also Forschergeist eigentlich. Das auf alle Fälle. Ja. Forschergeist ist ein gutes Wort, ja. Na, man kann viel Kreativität mitnehmen, wenn du da schaust, wo das. Wenn das jetzt dann dunkel ist und eine Langzeitbelichtung ist, hast du lauter Lichtspuren. Ja, ja, wenn man handwerklich talentiert ist, kann man sich das alles selber basteln, da ist nicht wirklich. Und wenn ich irgendwo sowas sehe, was ich wieder neu noch nicht gesehen habe, was am Markt ist und so, das muss ich mir natürlich einmal geben. Manche Sachen, die kosten 5, 6 Euro, das ist nicht wirklich die Welt. Ja. Und man kann dann wirklich das für solche Sachen verwenden. Sehr schön. Na, ich würde sagen, wir machen die Lichter aus und machen noch eine Lightshow. Also wir veranstalten noch ein Lichtkonzert. Das sind die Utensilien, mit denen die Light Paintings gemacht werden. Boah, das sieht man jetzt fast am Video, ich weiß nicht. Wedel, der Star, Taschenlampe, und da natürlich gleich nächsten zu anderen,
Taschenlampe, dann halt den Lila oder Türkis, also es gibt da verschiedene Farben. Ja, das Werkzeug für den Orb. Ich habe jetzt noch praktisch zwei Leuchtspuren drauf. Ja. Eine rote äußere und eine blaue innere. Da muss man dann so sich im Mittelpunkt drehen. Ja. Und so entsteht dann ein Orb. Ja, es gibt dann natürlich noch viel mehr so Utensilien, kommt immer was Neues dazu. Aber ja, es ist interessant, was wirklich ein Neues wieder am Markt kommt und das wird natürlich dann immer gleich wieder ausprobieren. Genau. Lieber Andi, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du bei uns ausgestellt hast und dass du dir jetzt wirklich so viel Zeit genommen hast, das detailliert zu erklären. Das Video wird vielleicht ein bisschen unruhig sein, weil wir ziemlich hin und her gelaufen sind, aber es ist trotzdem einfach sehr interessant und wie gesagt, man kann sich bei dir melden, wenn man da in Kontakt treten möchte. Ich werde das da unten verlinken und vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Danke.